Hallo liebe DATS-Reisende, ich heiße Marie-Claude. Ich bin Anthropologin und ich habe in Deutschland 10 Jahre lang gelebt und die deutsche Sprache mit großem Vergnügen gelernt. Heute bin ich für die Kommunikation in einem libanesischen Verein namens Alpha verantwortlich. Alpha kümmert sich um Kinder- und jugendliche Bildung und Schutz. Flüchtlingekinder und libanesische Kinder ohne Diskriminierung. Alpha ist auch von KMH unterstützt. Während die Corona-Krise, Alpha hat 2000 Lebensmittelrationen an libanesische und syrische Familien verteilt, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Mein Land ist ein schönes Land. Trotzdem ist mein Land ein Land der Widersprüche. Libanon ist ein wunderschönes Land im touristischen Sinne, aber seine Bevölkerung ist im großen Teil ökologisch unempfindlich. Die Bürger sind warmherzig. Sie sind auch konfliktreich. Christen und Muslime leben zusammen, heiraten zusammen, protestieren gemeinsam gegen die Politiker, aber sie sind auch bereit, bei Bedarf untereinander zu kämpfen. Jedoch, der Libanon ist auch ein Land der Grundfreiheit. Libanon ist nicht einfach zu erklären. Das ist ein Land des Paradox und Chaos und urbanen Chaos. Aber dieser Chaos ist auch intellektuell stimulierend. Ich hoffe, liebe DATS-Reisenden, dass ein Tag Sie nach dem Libanon kommen können. Und bis dann, auf Wiedersehen.